Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Gnomen bekämpft und haben, ja, diese Stadt hier erreicht. Altamira, genau. Und, ja, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem aufgefallen ist im letzten Part. Ich weiß gar nicht, ob er im letzten Part auch schon war, aber als ich jetzt hier pausiert habe, ist mir irgendwie aufgefallen, dass die Musik ein bisschen am Stottern ist. Hört man das? Bleibt irgendwie so stehen. Also ich habe keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Das ist jetzt irgendwie nicht in die Aufnahme oder so. Das ist echt hier im Spiel. Und ja, ich weiß nicht. Ich möchte mal kurz rausgehen. Vielleicht die Altamira? Ja. Ja, das ist auch, glaube ich, hier eine Weltkarte. Und mein Bildschirm geht manchmal jetzt irgendwie aus. Was zum Teufel? Wie schon wieder? Warum erkennt er denn nochmal? Na gut. Aber ist die Musik wieder in Ordnung? Ich habe keine Ahnung. Oder? Ist wieder normal, okay. Keine Ahnung. Wir übernachten erstmal hier. Was es mit der Musik auf sich hat, keine Ahnung. Mein Bildschirm ist auch gerade so für eine Millisekunde kurz ausgegangen. Das ist auch noch nicht vorgekommen, aber naja. Willkommen. Einkaufsbereich. Okay, ich werde schon selber ausfinden. Diese Pflanze da. Okay, anscheinend nicht. Okay, dann gehen wir mal hier hoch und hoffentlich finden wir einige gute Sachen zum Kaufen oder Verkaufen und was weiß ich. Jetzt ist die Musik wieder in Ordnung. Glaube ich. Ja, ich glaube schon. So, irgendwo hier ist so dieser Koch, ich weiß es. Einkaufen. Nein. Komm mit dem Trumpfass. Okay, schon wieder geile Sachen hier. Okay. Ich habe jetzt aber nicht so viel Geld. Ich möchte vielleicht erstmal Waffen haben. Ausnahmsweise. Boah, ich muss niesen. Bleib drinne. Okay. Boah, ich muss schon wieder essen. Was zum Teufel? Boah. Sehr schön. Alles klar. Schuriken. Mondchakram. Defensor. Und Elementarkraft. Da wird schon wieder ein Nieser rauskommen. Ey. 858. 28. Aber der gibt Verteidigung, was? Okay, ich möchte mal Waffen haben. Und zwar die. Und ich tue einfach blind kaufen. Boah, ich muss schon wieder niesen. Leck mich. Boah, leck mich. Was ist denn hier los? Auf einmal ist hier eine Katze irgendwo. Ich bin zwar nicht allergisch gegen den, aber... what? So, ja. Oben. So, Hellebarde. Ja, und das war's mit unserem Geld. Ja, ja, bei Dings kann ich jetzt leider nicht sehen, ob das jetzt bessere Sachen sind. Aber ich nehme mal an. Wow. Die bringt es auf jeden Fall schon mal. Und sind hier irgendwo, ja, ne. Ich habe vielleicht irgendwie so Anpassungsdienste und so suchen sollen erstmal. Oh, naja. Und ja, unser Geld, das ist schon wieder weg. Ma. Ja, okay, jetzt hat nur Riegel keine vernünftigen Schuhe. Wie nennt man die denn nochmal? Anpassungsdienste. Ja, okay, hatte ich sowieso nicht. Das hatte ich. Verdammt! Aber egal, sparen wir. Verdammt! So, was hattest du noch? Items, ne? Ja, da kann ich mir sowieso nichts mehr leisten. Magie-Wall. Akribie, was? Okay, so was, so X-Dinger brauche ich nicht. Wie in Pokémon, so X-Tempo und was weiß ich.
Wasser des Lebens haben wir noch genug. Da haben wir noch genug. Haben wir noch genug. Ach, komm schon mit durch. So, dann weiter. Was haben wir noch hier? Ein todlangweiliger Part wieder. Okay, hier kann man wahrscheinlich Essen kaufen, weil ich sowieso nie kaufe. Na. Wunderkoch, oh nein, der ist irgendwo hier, ne? Ich weiß es doch. Versteckt sich irgendwo. Wo ist er? Es ist nett, aber es gefällt mir nicht. Das macht Sinn. Okay. So, okay. So Zimmer von anderen oder wie? Keine Ahnung. Wir haben neue Waffen. Wir sind ein bisschen mehr unbesiegbarer als vorher. Das ist schon mal gut. Hier steht irgendwie so verdächtig. Oh, das ist ein Hund. Das ist ein Hund. Komm her. Weltherrschaft ist mein. Dieser kleine Haus sieht aus wie eine Lulu. Er ist so niedlich. Ist Lulu nicht ein weiblicher Name? Lass mich raten, die können wir nicht benutzen im Moment. Ach, keine Ahnung. Vergnügungspark. Ich glaube, ich bin hier schon viel zu früh. Ich habe so das Gefühl, ich muss ja noch gar nicht hin. Aber was soll's, ich bin ja... Ich erkunde ja so schön und so gerne. Was bist du? Kann ich dir auch einen Namen geben? Deswegen höre ich immer noch die Bahn. Was zum Teufel? Was ist denn los heute? Alter, was ist denn heute los mit dem ganzen Sound? Fragt der Mann, der da vorne steht. Wegen den hier. Ja, ne, Zellos. Wo ich auch keinen Bock schon wieder hier alles umzuändern. Oder ist auch. Ja, ne, Titel haben wir ja auch neue. Tsunami. Ein wütender Sturm, der ein Sturm aus Stahl. Der alles zerstört. Am Ende des Kampfes nichts. Sehr schöne. Ja, dann bekomme ich ja weniger Stärke. Engelchen. Nee. Oh, hier, Casanova, du ja. Nur ein echter Mann trägt den, ja klar. Mehr war das, glaube ich, nicht. Bah! Was hat das, was hier so ein Geräusch macht? Oh, super. Ich auch einen Namen geben? Na, Sand fahrt in eine Tasse. Ich wollte schon immer in eine Tasse fahren. Boah, leck mich. Was ist los, dass du dich verirrt? Ich dachte schon, suchst du Streit, wollte er jetzt sagen. Ich hätte einen geklatscht. Okay, raus hier. Ich glaube, hier gibt es nichts zu tun. Dann gehen wir zu der Was-für-sich-Gesellschaft. Toller Freizeitpark, irgendwie drei Attraktionen. Ah, endlich. Hier mal so Laser-Reno-Gesellschaft. Ja, dann könnt ihr jetzt wofür dann andere Dinge nennen. Tja, hi. Wo ihr doch kommen. Wo ist er hier? Nein. Mein Gott, Elan. Du bist keine Frau, ne? Okay. Auch nicht willkommen. Ja, was gibt's hier zu tun? Ja, super, ganz an nirgendwo halt machen. Schade, da kann ich auch nicht rein. Männer, okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen nach Flanor. Eigentlich hin sollten, lass mich da rein. So, Hallöchen, heiliges Licht. Ja. Mischgel und
Steht zwar jemand daneben, aber egal. Einfach mit hier reden. In der Sonnenball zahlt sich aus. Ja, dann trifft man Leute wie mich. Juhei. Okay, das scheint wichtig zu sein. Und irgendwann besuchen wir dieses Grab. Was auch immer, welchem Grund immer. Ja, was? Wasser des Lebens. Das ist sehr schön. So, wollen wir miteinander duschen? So. Oh, noch eine. Ich habe vergessen, wieder umzustellen. Ja, Orangen geht, das ist nicht schlecht. Wasser, nein. Dann nach Flanor, was auch immer wir da machen müssen. Celsius sollten wir irgendwo. Und ich dachte eigentlich, wir sollten Sylph finden. Warum sollen wir jetzt auf einmal Celsius suchen? Das verstehe ich nicht. Was ist Altamira? Yo. Bist du jetzt auch geheilt? Okay, sehr gut. Ja, ich wollte. Die hatte ich doch. So, dann nach Flanoir. Bis da. Gleich hier, wo das hier ist. Das sieht auch schon ein bisschen offensichtlich aus, ne? Stützpunkt Tetralla. Achso, nee, Quatsch. Nicht hier, auch wenn hier voll die geile Mucke ist. Flanoir. Hallo. So, können wir jetzt hier was machen? Ich habe doch hier eine gefunden. Kann ich jetzt was sagen? Nee, kann ich nicht. Ja, was machen wir jetzt hier? Wer weiß, wer weiß. Gucken wir uns nochmal Pac-Man an. Pac-Man! Ich weiß nicht, ob es viele Leute natürlich jetzt kennen, aber ich erinnere mich irgendwie an Elisabeth aus Gintama. Muss jetzt nicht jeder kennen, aber naja. Wie ich interessiert, das sah auf jeden Fall so aus wie das. So, was ist hier nochmal? Mit dem Shop, ne? Ja, brauche ich nicht. Ja, ne, ich sollte doch irgendwie so Dingens hier. Ich sollte doch irgendwie so Handschuhe oder so schaffen, glaube ich. Na. Kann ich jetzt hier was machen? In der Kirche? Ihr sagt einfach nur, geht nach Flanoir, ey. Wieder direkt zu Sylph gehen, ey. Aber nein. Vor allem, warum ist überhaupt der Tempel von Gnom hier und der Tempel von Undin ist in Silverrond? War doch so, oder? Ja klar, in Silverrond. Warum war das so? Ja, was muss ich denn jetzt hier machen? Seid gut, geht nach Flanoir. Wir sollen mal zur Nähe von Flanoir gehen, irgendwie. Kann natürlich auch sein. Hier zu diesen Höhlen hier. Wo war noch mal? Hallo? Da. Gehen wir rein. Wobams. Tempel des Eises. Wunderbar. Gehen wir direkt zum nächsten Tempel. Oh, das sind zwei Truhen. Ja. Defensor gefunden. Ja, super. Wenn ich jetzt hier die Waffen finde. Signum-Robe. Wo ist... Futter, uralter Zeichen. Ja. Wer trägt die Dinger nochmal? Ja. Du hast so ein Ding. Hey. Was? Ah, mein Geld. Mein wunderschönes Geld, du Verreck. Komm her, du Pinguin, du verdammter Anzugträger. Ja, Pinguinist. Einfach für die Lols. So, und ich muss... Aua. Wie kannst du es wagen? War nicht der Angriff. Das hier. Was? Ich werde natürlich wieder diesen Angriff spammen hier.
Sehr schön. Bis denn? Aua. Es ist edel, die Waffe. Es ist ein Halbwert, nicht normalerweise mehr eine Lanze. So mit einem Axt. Klinge am Ende. Unsere Waffen sehen aber edel aus. Das muss ich mal lassen. Niedriges Schild. Zum Glück habe ich noch keine Rüstung und so gekauft. Na, hier. Eieiei. Mein Geld. Ich sehe es aus dem Fenster fliegen. Das sieht so stumpfsinnig aus. Verdammt. Also Pokémon irgendwie. Wo auch übers Eis gelaufen ist. So, was macht der Ring jetzt? Oh, der Ring ist plötzlich kalt geworden. Bestimmt kann man mit der Nähe des Rings alles mögliche gefrieren. Okay, probieren wir es doch gleich mal an dir aus. Leute. War doch bloß ein Scherz. Jetzt guckt er nicht. Wutsch. Sieht irgendwie an wie ein... wie nennt man das? Ein Soundtrack von Spyro. Warum bekomme ich jetzt so viele Waffen? Willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Vor allem, ich benutze hier ein Schwert, das wahrscheinlich irgendwie Eiselementar hat. Und setzt das gegen die Gegner hier ein, genau. Ja. So sehe ich auch aus. Ach, so, ein Stück Rüstung haben wir hier. Ich wollte mich ein bisschen auf den Arm. Wenn ich halt alles gekauft hätte, dann hätte ich mich so aufgeregt. Ja, du bist jetzt hier, deswegen kommst du die. Ich hätte mich so aufgeregt, wenn ich halt alles gekauft hätte, ne? Ja, da komme ich wahrscheinlich wieder runter, ne? Okay, keine Ahnung. Ich weiß zwar, wohin das führt, aber naja. Sehr schön. Okay, weiter. Warte mal. Kann man. Ich wollte dann nach links gehen. Aua. Ah. Irgendwie sind die Gegner voll schwach. Ich habe 2700 HP. Was? Ja, ein ganz schöner Unterschied zu den anderen Charakteren. Okay, Ring Circle, lass mich erstmal gucken. Irgendein 50 Mal jetzt? Nö. Wo ist Ring Circle? Hier, Wing Rearwind. Nee. Zyklon, mein Gott. Keine Ahnung, woran das liegt. Doll Ray Trust, die Level ich habe. Ich setze einfach jeden Angriff irgendwie ein paar Mal ein, damit das schon klappen. Als er irgendwie angefangen, als hätte mein Angriff so einen Blitz erzeugt. Ich... Oh, aua, aua. Bams. Pinguinfeder. Warum auch nicht? Okay, da kann ich nicht. Komm ich da oben hin? Links ging es nicht weiter, ne? Oh. Ich hätte gerne einen Speicherpunkt oder so. Wir haben bald wieder unser Limit erreicht. Unser Limit Break. Was? Was? Hä? Hä? Okay, dann weiß ich wenigstens, wo wir da hinten weiterkommen. Okay, ich habe einen Stein. Da kann ich jetzt da drüber, aber warum sollte ich das machen? Dann kann ich so runterschmeißen vielleicht? Hier runter kriege ich den glaube ich nicht, ne? Deswegen machen wir Zeugs damit. Ah, okay. Ja, okay. Was willst du denn mir damit sagen, Colette?
So, hier mal so ein Ding. Das war nicht genau, wie das funktioniert, was wir da machen, aber naja. Wir gefrieren das Wasser ein und dann bildet sich ein Klumpen riesiges Eis. Okay. Geh weg. Blöfen. Wenn wir den See gefrieren, können wir bestimmt zur anderen Seite laufen. Na dann mach. Also hier. Boah, ging schnell. Nein. Er will einfach nicht gefrieren. Der Wasserfluss ist so stark. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Hm, war da nicht jemand in Flanois, der behauptet hat, dass Celsius Trainer einfach alles gefriert? Ach, wirklich? Weil vielleicht solltest du dich mal ärztlich untersuchen lassen. Dann suchen wir doch nach Celsius Trainer. Er hat gesagt, sie sei in den Eishöhlen. Erinnerst du dich? Nö, kann mich nicht erinnern. Vielleicht solltest du dich gleich mehrfach untersuchen lassen. Wusstest du, dass du vergiftet wirst, wenn du Celsius Trainer anfasst? Das wusste ich nicht. Wirklich, das wusste ich nicht. Das war ein Witz, sie ist nicht giftig. Du verbrennst dich bei Berührung. Deswegen braucht man ja die Pinguinhandschuhe. Damit kann man sich nicht verbrennen. Erstmal brauchen wir diese Pinguinhandschuhe. Okay, ich habe schon eine Ahnung, wie wir das machen. Aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.